Seit November 2015 lebt Ibrahim Wasfi in der Wesermarsch. Der syrische Künstler hat in seiner Heimatstadt Damaskus alles verloren. Er ist ein angesehener Kunstlehrer und steht vor einem Neuanfang. Und der erfolgsversprechende Start dazu erfolgte jetzt in der Yada Atelier Galerie Rimashi. Dort absolviert Wasfi bei der Künstlerin Ulrike Schmidt ein Praktikum, das vom Kultusministerium gefördert wird. Mit diesem Praktikum wollen wir die Kunst und die Integration zusammenführen, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann zum Projektstart. Sie betonte, dass derzeit mehr als 800 Flüchtlinge in der Wesermarsch leben, die alle bleiben möchten. Wir wollen zeigen, dass bei uns jeder Flüchtling willkommen ist, sagte Yades Bürgermeister Henning Kaas.